Nummer 1. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz nach der heutigen Kabinettssitzung begrüßen. Zu Gast im Mittelpunkt steht die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen. Und Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat natürlich geleitet die Kabinettssitzung. Und es beginnt die Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Ministerpräsident, lieber Markus. Ich danke vielmals für die Einladung nach Bayreuth und danke für den sehr guten Austausch, den wir eben in der Kabinettssitzung gehabt haben. Man konnte es bei jedem Wortbeitrag spüren, dass die Themen, die auf globaler und europäischer Ebene bearbeitet werden, sich unmittelbar in Bayern auswirken. Ob das nun der russische Angriffskrieg ist oder die daraus resultierende Energiekrise, die Ernährungsunsicherheit, die Handelsfragen, ob es das Thema ist, Europas Führungsrolle beim Kampf gegen den Klimawandel, wie können wir nachhaltiges Wachstum generieren, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, ihr Zugang zu den notwendigen Rohstoffen zum Beispiel, das sind alles Themen, die europäisch global behandelt werden, aber unmittelbare Auswirkungen vor Ort haben. Auch Europas Antworten auf Megathemen wie die Digitalisierung oder die Migration, all das spielt eine große Rolle. Und es war für mich auch nochmal sehr lehrreich, diesen engen Austausch zu haben und zu sehen, wie es dann ganz praktisch vor Ort in der Umsetzung ist, mit allen Vorteilen, aber auch mit den Schwierigkeiten, die da sind. Und das zeigt, dass die Zusammenarbeit auch so wichtig ist. Die wirtschaftliche Stärke der Regionen baut entscheidend auf einem funktionierenden, einem starken europäischen Binnenmarkt auf. Aber das Umgekehrte gilt natürlich auch, dass die Europäische Union nur stark ist, wenn ihre Regionen auch stark sind. Die Regionen werden unmittelbar beeinflusst, natürlich auch von Europas Positionierung global. Die Europäische Union verfügt über ein dichtes Netz an Handelsabkommen mit 74 Ländern. Es sollen mehr werden. Wir verhandeln derzeit oder haben gerade abgeschlossen, zum Beispiel Abkommen mit gleichgesinnten Partnern wie Chile und Uruguay. Wir verhandeln derzeit, aber sind im Abschluss mit Mexiko und Mercosur, wo wir sehr darauf achten, dass die gemeinsamen hohen Standards beibehalten werden. Es gibt aber auch Partner im indopazifischen Raum, mit denen wir kurz vorm Abschluss stehen. Wir haben gerade Neuseeland abgeschlossen, sind fast fertig mit Australien, verhandeln mit Indien. Aber auch mit Partnern in Afrika, wie zum Beispiel das Abkommen, das wir gerade jetzt im Juni mit Kenia geschlossen haben, zeigt. Ich werde Ende dieser Woche auf die Philippinen reisen, auch um dort die strategische Zusammenarbeit weiter auszubauen. Was wir wollen, sind vielschichtige Handelsabkommen mit einer breiten Themenpalette. Das geht vom Marktzugang, so wichtig für unsere europäischen Unternehmen, bis hin zu modernen Handelsnormen, all das spielt eine elementare Rolle dann schlussendlich für jedes einzelne Unternehmen, das am Export beteiligt ist. Ich nehme aus Bayreuth heute aber auch mit das klare Bekenntnis aus Bayern, mit gemeinsamen Anstrengungen Europas Marktführerschaft bei den sauberen Technologien zu sichern, das große Interesse des Landes, in die digitale Zukunft zu investieren, in Glasfasernetze, das ganze Thema der Semiconductors, der Halbleiter, das ist ein entscheidendes Thema. Europa unterstützt hier sehr gezielt mit dem Europäischen Chips Act, denn wir sind fest davon überzeugt, dass solides Wachstum und nachhaltiges Wirtschaften zusammengehen können. Und das ist es, was wir immer wieder auch im Alltag zeigen müssen. Ich habe berichtet über den europäischen Beitrag zum Thema Migration. Da ist auf der einen Seite die gesetzgeberische Arbeit, nämlich unser Asyl- und Migrationspakt, bei dem ich zuversichtlich bin, dass wir ihn diese Legislaturperiode beschließen werden. Aber auf der anderen Seite ist mindestens genauso wichtig die ganz praktische Arbeit, die wir tagtäglich unternehmen, um Migration zu managen. Und das geht von Fragen der Westbalkanroute bis hin zu Fragen der Mittelmeeranrainerstaaten. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir haben sehr intensiv gearbeitet mit den Westbalkanstaaten, damit die Westbalkanroute der Migration besser und transparenter für uns zu managen ist. Hier ist es gelungen, seit Beginn des Jahres die irreguläre Migration über die Westbalkanroute um 25% zu senken. Also ganz pragmatische Arbeit hat dazu geführt.
Dagegen ist aber die irreguläre Migration im Mittelmeerraum deutlich angestiegen seit Jahresbeginn. Das heißt, auch dort müssen wir enger mit den Herkunftsländern und den Transitländern zusammenarbeiten. Wir müssen mehr in die Stabilisierung ihrer Wirtschaft investieren und gemeinsam mit ihnen konsequenter die organisierte Kriminalität der Schleuser und Schlepper bekämpfen. Wir haben im Mittelmeerraum deswegen beispielsweise gerade das Abkommen mit Tunesien geschlossen und weitere solcher Abkommen sollen folgen. In unserer Diskussion hat natürlich auch die Ukraine eine zentrale Rolle gespielt. Ihr großer Mut, ihre Unerschütterlichkeit, ihr Land und damit auch die Prinzipien des internationalen Rechts und der UN-Charta zu verteidigen, all das ist zutiefst beeindruckend. Die Ukraine verteidigt damit nämlich nicht nur ihre eigene Existenz, sondern sie verteidigt damit auch die Grundlage, auf der wir unsere Friedensordnung aufgebaut haben. Und deshalb steht Europa und ich weiß auch Bayern dauerhaft und fest an der Seite der Ukraine. Schließlich und endlich haben wir das querschnittliche Thema, die Bedeutung vitaler ländlicher Räume für Europa besprochen. Die Europäische Union investiert aus gutem Grund enorm viel in diesen Bereich. Die klassischen Agrarhilfen und die Regionalförderung machen rund die Hälfte unseres EU-Gesamtbudgets aus. Wir wollen aber vor allen Dingen in die Attraktivität der ländlichen Räume investieren. Und deshalb investieren wir zum Beispiel europaweit in den Breitbandausbau, um Menschen und Wirtschaft in entlegeneren Gebieten gut versorgen zu können, in 5G-Netze, bessere Bahnanbindungen, aber auch in das Thema nachhaltigen Tourismus und eine gute Gesundheitsversorgung in der Fläche. Wichtig ist aber auch der Blick auf die Landwirtschaft. Europa fördert massiv moderne landwirtschaftliche Verfahren, die Natur schonen und zugleich Erträge stabilisieren. Zum Beispiel die Präzisionsmethoden, die neu entwickelt werden für die Landwirtschaft, damit die Betriebe mit deutlich weniger Wasser und weniger Dünger auskommen. Wir beschleunigen auch die Entwicklung widerstandsfähiger Pflanzensorten. Das wird zentral sein in Zeiten des Klimawandels. Wir brauchen Pflanzensorten, die resistenter und resilienter sind unter wärmeren Klimabedingungen. Wir waren uns heute sehr einig, dass wir gemeinsam mit den Landwirten strukturelle Verbesserungen erzielen wollen, denn wir wissen alle, der Naturschutz und der Klimaschutz sind nur mit der Landwirtschaft gemeinsam möglich. Der Veränderungsdruck, dem wir durch den Klimawandel ausgesetzt sind, der betrifft die ganze Welt. Er ist eine epochale Herausforderung. Er kann aber auch enorme Chancen eröffnen. Das gilt insbesondere für innovationsstarke Regionen wie Bayern. Und hier mache ich einen Punkt und danke nochmal sehr herzlich für die freundliche Aufnahme. Liebe Frau Präsidentin, liebe Ursula, wir kennen uns seit vielen Jahren aus Zeiten der Großen Koalition und von CDU/CSU. Deswegen sind wir da auch heute sehr herzlich beim Du geblieben. Vielen, vielen Dank für das Kommen heute. Das ist ja ein Doppelwumms, würde man woanders sagen. Einerseits ein Gespräch im Bayerischen Kabinett, andererseits dann heute Besuch bei Wagner, was uns sehr freut. Auch die ehemalige Bundeskanzlerin als alte Wagnerianerin kommt dazu. Ich bin ja seit vielen Jahren auf dem Weg dazu, großer Wagner-Fan zu werden. Und wie gesagt, ich bin auf dem Weg dazu, noch nicht ganz erreicht, aber habe Fortschritte erzielt. Uns freut es jedenfalls, dass beides heute möglich ist. Herzliches Dankeschön. Das ist das erste Mal seit 60 Jahren, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ein Kommissionspräsident oder Kommissionspräsidentin in Bayern wieder ist beim Bayerischen Kabinett. So muss man das sagen. Das war 1959 und damals übrigens ganz interessant. Der Vater von Frau Ursula von der Leyen, Ernst Albrecht, war damals Kabinettschef des zuständigen Wettbewerbskommissars, der dabei war. Also es schließen sich dann doch sehr langfristige Kreise. Freut uns sehr, denn wir bekennen uns zunächst mal klar zu Europa. Bayern ist ein europäisches Land. Wir sind auch mitten in Europa. Franken hat den Mittelpunkt von Europa. Und wir sind auch Exportland. Wir haben über 100 Milliarden Exportvolumen in die Europäische Union, 60% des gesamten Außenhandelsvolumens und 9 von 12 der stärksten Handelspartner sind in der EU. Das heißt, wir haben ein elementares Interesse.
Und wenn es politische Kräfte gibt, die aus der EU austreten wollen, die übersehen gar nicht oder wollen das bewusst nicht, dass unser kompletter Wohlstand mit der Europäischen Union verbunden ist. Das heißt, bei aller Skepsis, bei aller Kritik, bei allen Verbesserungsvorschlägen, die wir heute auch diskutiert haben, ist klar, ohne die EU ist der Wohlstand, den wir heute haben, nicht haltbar, nicht darstellbar. Und ohne eine Europäische Union sind wir zwischen den ohnehin schon immer stärker werdenden großen nationalen Staaten wie China und der USA doch relativ hilflos. Selbst das starke Bayern würde es dann nicht allein schaffen. Aber es gibt natürlich Sorgen und Fragen, die wir angesprochen haben. Das erste ist das Thema Migration. Wir sind uns alle bewusst, dass wir helfen wollen, aber dass eine unkontrollierte Zuwanderung nach ganz Europa uns alle überfordern würde, wirtschaftlich, sozial, aber auch demokratisch. Deswegen begrüßen wir ausdrücklich, dass in der Europäischen Union es einen Riesensatz nach vorne gegeben hat. Das Abkommen mit Tunesien ist beispielgebend. Genau so stellen wir uns die Sicherung der Außengrenzen mit vor. Das ist also wirklich aus meiner Sicht ein richtiger Schritt und es wäre gut, wenn viele weitere solcher Abkommen folgen würden. Es ist alles nicht so einfach. Es gibt zwar Leute, die kritisieren das dann, dass man das macht, aber sozusagen den Ländern gleich eine Chance, eine Zusatzchance zu bieten, aber auch Verpflichtung zu geben, ist der richtige Weg. Auch die Sicherung, dass an den EU-Außengrenzen die Asylverfahren stattfinden sollen, sind richtige und starke und große Schritte in die Zukunft. Mein Gefühl ist, das ist aber nur als bayerischer Ministerpräsident bewertet, dass da Europa schneller und weiter ist als Deutschland. Deutschland hat nicht die gleiche Geschwindigkeit und Konsequenz wie Europa. Das ist schade, da sollte die deutsche Regierung noch stärker werden. Auch wir bräuchten statt Sonderaufnahme, Sonderrückführungsprogramme und ähnlich wie das Abkommen mit Tunesien würde es der deutschen Bundesregierung gut anstehen, wenn sie das Ähnliches auf den Weg bringt für die Rückführung, beispielsweise auch von kriminellen Straftätern. Wir schätzen also sehr, was passiert. Wir sind auch für den gemeinsamen Grenzschutz. Bayern hat ja die Grenzpolizei auf den Weg gebracht, was ganz Deutschland brauchte. Also der erste Punkt beim Thema Migration, erkennen wir die Fortschritte an. Beim zweiten, beim Green Deal, wir sind der festen Überzeugung, es braucht neben einem Green Deal auch einen Economic Deal sozusagen, eine Stärkung der Leistungsfähigkeit. Klimaschutz ist wichtig, aber es ist entscheidend, es wurde heute auch mehrfach von der Präsidentin gesagt, er muss mit den Menschen und nicht gegen die Menschen erfolgen. Und die Brechstange, die wäre sicherlich der falsche Weg. Deswegen ist wichtig, Industrie, Mittelstand und Handwerk zu stärken, gerade im Verhältnis zu USA und China. Deswegen wünschen wir uns das sehr. Wir haben es heute auch gebeten und haben auch den Eindruck gehabt, dass das ankam, eine Entlastung der Wirtschaft auf den Weg zu bringen, Entlastung von Bürokratie, Stärkung der Innovationsfähigkeit, die Lieferketten noch einmal so zu überarbeiten, dass es für Mittelständler passgenau ist. Wir haben gehört, dass beim Thema Chemieindustrie die deutsche Regierung eher die schwierige ist, nicht in Europa. Es geht für Zellen diesen PFAS-Stoff. Wir wollen nicht, dass wir uns am Ende ins eigene Fleisch schneiden. Und wir sind uns auch nicht ganz sicher, ob die Euronorm 7 nicht zu schnell ist, um einen Anpassungsprozess für Pkw und insbesondere für MAN zu erreichen. Wo wir uns freuen, ist die Bereitschaft zuzuhören beim Thema energetische Sanierung. Also wir brauchen kein europäisches Heizgesetz, zweiter Teil zum deutschen Heizgesetz. Das wäre ein Problem. Das wird übrigens in ganz Europa dann zu so ähnlichen Problemen führen wie in Deutschland. Und was für uns ganz klar ist, auch hier kann die Bundesregierung entscheidend mitwirken, keine Aufteilung der Strompreiszonen. Zweiter Punkt, die Regionalität, das fanden wir sehr wichtig. Und es wirkt dann immer etwas klein, aber es ist für viele Menschen wichtig, den Erhalt unserer kleinteiligen Landwirtschaft, mehr Fläche nutzen. Die Europäische Union ging da weiter übrigens bislang schon als Deutschland. Flächen nicht stilllegen, sondern nutzen. Warum? Weil wir Ernährungssouveränität brauchen. Die Ernährungslage der Welt wird nicht leichter, sondern eher schwerer. Und wahrscheinlich auch durch persönliche Betroffenheit haben wir gespürt eine große, wie soll ich sagen, Sensibilität beim Thema wie Wolf oder noch Fischotterpans dazu. Wir glauben, dass es einfach wichtig ist, darin die Regeln so zu ändern, dass es nach Regionen geht und nicht mehr national. Ja? Spielt einmal die Rolle. Auch wenn in Berlin jetzt lange nach einem Löwen gefahndet wurde, das war dann doch nicht so. Bei uns können wir bestätigen, dass wir in Bayern Wölfe haben und Fischotter haben, die ganze Populationen, beispielsweise fränkischer Karpfen, wenn wir hier schon sind, vernichten, was für den Franken sehr wichtig ist, oder eben insbesondere im Alpenraum die Almwirtschaft an der Stelle herausfordern und bedrohen. Das sind alles Dinge, die uns wichtig sind. Wir wissen schon auch, dass europäische Prozesse länger dauern, multikomplexer angelegt sind zwischen Kommission, zwischen Rat, zwischen Parlament. Das ist alles ein langwieriges Verfahren. Aber die Grundlinie, die muss stimmen und deswegen, wir bekennen uns zu Europa. Bei allen Details im Problem, wir gehören nicht zu denen, die aus Europa raus wollen. Im Gegenteil, wir glauben, dass eine proaktive Europapolitik mehr bringt als das Gegenteil. Ein letzter Satz noch für Bayreuth heute. Heute ist ja Wagner. Bin sehr gespannt, wie die Aufführung heute wird.
Es steht aber nicht nur die heutige Aufführung zur Diskussion, sondern auch die Sanierung des Festspielhauses. Wir in Bayern committen uns da sehr eindeutig dazu, dass wir die Hälfte davon übernehmen werden. Und was ganz wichtig ist noch, es ist ja, deutet sich ja an, dass Gesellschafter sich zurückziehen aus dem Spektakel. Ich kann für Bayern jedenfalls sagen, dann steigt Bayern ein und Bayern stockt dann auf die Anteile der Gesellschafter, weil wir dieses große Wagner-Spektakel, das ja ein Kulturereignis von nationaler Bedeutung ist und war, sogar von europäischer heute, so kann man das sagen, waren auch immer Staatsgäste aus der ganzen Welt da, dass das, glaube ich, auch wichtig ist, dass das erhalten bleibt und dass eben nicht nur Kultur in Salzburg oder München stattfindet, sondern eben auch im schönen Franken in Bayreuth. Das ist einfach für uns sehr wichtig. Deswegen wollte ich das an die Regionalen nochmal weitergeben oder an die bayerischen Medien. Das ist uns wichtig. Nochmal zusammenfassend, einfach vielen Dankeschön. Ich hoffe, es wird heute schön. Es ist echt ein Vorteil, dass es nicht so heiß ist, weil es innen drin, also schon mal da, weißt, wie soll ich sagen, einen eigenaktivierten Heizeffekt hat. Das wird also heute etwas günstiger. Dafür ist Passi aber länger als der fliegende Holländer. Insofern gleicht sich das wahrscheinlich wieder aus. Aber wir freuen uns sehr. Große Ehre, dass die Präsidentin da ist, dass du da bist. Und nochmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr gut und sehr konstruktiv. Vielen Dank. Wir kommen zu den Fragen. Den Anfang macht Stefan Mayer vom Bayerischen Rundfunk. Kommt. Dankeschön, Frau Präsidentin. Zu Ihren Eingangsworten nochmal zurückkommen, wo Sie über die Regionen gesprochen haben. Da ist ja auf der einen Seite Europa, aber eben jetzt der Freistaat Bayern. Dazwischen gibt es noch die Bundesrepublik Deutschland. Also ist es ja über eine Ebene hinweg. Was kann denn die bayerische Staatsregierung Ihrer Meinung nach tun, um die Europapolitik weiter voranzubringen, eine Staatsregierung? Und Herr Ministerpräsident, an Sie die Frage, was ist denn eigentlich geplant in Zukunft hinsichtlich der Europapolitik aus Bayern heraus? Wo liegt da Ihre Vision, um die Dinge, die Sie schon in Stichworten angesprochen haben, weiter voranzubringen? Dankeschön. Bayerische Staatsregierung ist in einem sehr engen und regen Austausch mit uns und das ist uns ganz wichtig. Denn wir brauchen ja sozusagen die Daten über die Lebensrealität vor Ort, wie sich geplante Gesetze potenziell auswirken können oder wie sich Gesetze auswirken. Wenn wir Änderungen vorschlagen, ob diese Änderungen in die richtige Richtung gehen. All das müssen wir und wollen wir und das tun wir auch immer wieder mit den Regionen vor Ort abgleichen. Und da ist ganz wichtig, dass die bayerische Staatsregierung mit uns in engen Kontakt ist. Und das ist sie auch. Also wenn ich mir anschaue, wie rege der Briefkontakt ist und die unterschiedlichen Stellungnahmen zu den unterschiedlichen Themen, dann gehört Bayern mit zu einer der führenden Regionen überhaupt in der Europäischen Union, was Einflussnahme und damit auch positive Gestaltung der europäischen Politik angeht. Ein Beispiel, der Ministerpräsident hat es eben genannt, ist das Thema Wolf. Der Schutz des Wolfes ist völkerrechtlich geregelt. So, und das ist sozusagen die Grundlage. Nichtsdestotrotz, die Lebenswirklichkeit erfahren die Menschen hier vor Ort mit dem Wolf. Und wir wissen, dass die Auslegung dieses völkerrechtlichen Vertrages unter anderem davon abhängt, dass wir Daten bekommen, wie hat sich die Wolfpopulation entwickelt. Es ist richtig, dass die gefährdete Art geschützt werden muss. Aber wenn in bestimmten Regionen die Art nicht mehr gefährdet ist, müssen wir auch anders mit dem Wolf umgehen und ihn zum Beispiel bejagen. Und was wir bisher hatten, sind Daten, die aggregiert kamen aus den Mitgliedstaaten. Das heißt, Daten für Deutschland insgesamt. Naheliegend ist aber, dass die Populationsdichte im Ruhrgebiet des Wolfes anders ist als in den ländlichen Regionen in Bayern oder zum Beispiel in Niedersachsen. Und deshalb wollen wir hier eine andere Herangehensweise vorschlagen. Wir wollen detaillierter runtergebrochen auf die Regionen, die Zahlen und Daten haben, damit wir ein klareres Bild auch kriegen, wie die Realität vor Ort aussieht. Diese Daten sammeln wir gerade und auf dieser neuen Grundlage werden wir dann neue Vorschläge machen. Das können wir als Kommission, das sind die Richtlinien, die Guidelines, die wir dann rausgeben, wie man umgeht mit diesem großen Schutz, dann regional vor Ort ganz konkret. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir vor Ort die Informationen kriegen, damit wir dann auch die Auslegung der Gesetze anpassen können, dass sie für die Menschen die richtigen Antworten bergen. Also erstmal sind wir in Brüssel deswegen schon viel präsenter als viele andere, weil wir unsere Vertretung mittendrin haben.
Also das hat sich im Nachhinein von Reinhard Bocklet als eine der zentralen klugen Weichenstellungen ergeben. Wir sind da Drehscheibe, Plattform, und zwar nicht nur für Diskussionen, sondern für alles, was auch Freude betrifft. Ja? Also die europäischen Gebäude sind ja eher nüchtern, wenn ich das sagen darf. Ja, innen stimmt super, aber sind ja eher nüchtern. Und da bietet auch Bayern immer einfach einen schönen Ort des Verweilens. Deswegen sind auch unsere Feste, die wir machen, unsere Veranstaltungen dort ein wichtiger Treffpunkt. Und dieser Treffpunkt dient dann dazu, Gespräche zu führen. Wir haben zum Zweiten auch eine proaktive bayerische Europapolitik immer gemacht. Es betrifft Personal und Vertretung in Brüssel, dass auch Leute, die bei uns nach Brüssel gehen, dann am Ende weiter befördert werden und weiter Karrierechancen haben. Wenn man uns über Rolle in Europa anschaut, dann ist es, glaube ich, aber auch der bewusste Blick nach Süd-Südosteuropa. Die neue Regierung, die Ampel, hat einen Blick nach Nordeuropa, sehr stark nach Nordeuropa. Gibt sich aufgrund der Struktur, es gibt ja auch keine Bayern als Bundesminister oder Bundesministerin. Wir spielen ja auch viele Benachteiligungen. Und den Sensus und das Feeling für Süd-Südosteuropa, das haben wir. Deswegen habe ich in den letzten 2 Jahren auch sehr bewusst strategisch dort Netzwerke und Kontakte geknüpft. Businessbesuche Rumänien, Bulgarien, natürlich mit den Freunden aus Österreich, Kroatien, am Westbalkan, wo wir ein großes Interesse haben, insbesondere mit Albanien und den anderen Partnern, da sind wir sehr stark. So sehen wir uns ein bisschen Brückenkopf in klassischer bayerischer Tradition zu Süd-Südosteuropa. Ich hatte zum Beispiel die Gelegenheit, als ich in Albanien war, war ein sehr tolles Gespräch, hat man mir zur Freude oder ich weiß nicht zu welchem anderen Grund, hat man noch einmal das Essen, das Franz Josef Strauß damals bei seinem Besuch bei Hoxha bekommen hat, hat man ein altes Foto gehabt, das hat man nachgestellt, das war das größte Fleischbuffet. Also jetzt nicht, dass wieder heißt, das war typisch, aber der Apfel im Mund des Spanferkels war das einzige nicht fleischliche, was sich auf dieser großen Tafel befand. Und es war, wie würde ich mal sagen, auch so wahnsinnig viel Innereien von allen möglichen Tieren, die es in Albanien gibt. Und ich habe mir aber wacker geschlagen, glaube ich. Aber das zeigt so ein bisschen, das sind so die langen Verbindungslinien, die wir haben. Und darauf setzen wir auch ganz besonders. Das ist sozusagen unser Beitrag auch für den Zusammenhalt Europas und natürlich auch unsere strategische Ausrichtung, die wir in Europa haben. Wir möchten es gerne bei 3 Fragen bewenden lassen wegen des Zeitplans. Als nächstes gemeldet hat sich Manfred Otzelberger von der Bunden, möglicherweise etwas gesellschaftspolitisch. Frau von der Leyen, es gibt den schönen Satz von Richard Wagner, Kinder schafft Neues. Wäre das auch ein Slogan für die Europäische Union? Und wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Richard Wagner? Ist das, schlägt da Ihr Herz höher? Und zweite Frage vielleicht noch kurz zum Image von Bayern in Europa. Gelten die Bayern da als Besserwisser oder als Bessermacher? Die Bayern haben einen exzellenten Ruf der Innovationsfreude und der Innovationsfähigkeit. Also auch die Fähigkeit, nicht nur Neues zu entwickeln, sondern dann auch umzusetzen und auf den Markt zu bringen. Das ist ganz entscheidend. Kinder schafft Neues ist, ich kannte den Satz bisher nicht, aber er ist richtig, denn dadurch, dass die Welt sich weiter verändert, wenn wir unsere Werte und unsere Traditionen erhalten wollen, dann müssen wir gerade mit der Welt uns weiter verändern. Und deshalb ist das hier auch eigentlich symptomatisch, beispielgebend. Man hat die große alte Tradition, aber immer wieder auch neu entwickelt durch das, was man auf der Bühne sieht und im Orchestergraben hört. Und deshalb Kinder schafft Neues, schätze ich sehr als Satz. Ja, das war mal ein klares Wort. Und dann noch zum Abschluss Wolfgang Ranft von der Bild-Zeitung. Ein Problem, das Bayern auf europäischer Ebene drückt, das ist der Verkehr nach Tirol. Tirol macht immer wieder die Autobahn zu und lässt nur eine bestimmte Anzahl von Lastwagen durch. Es gibt Gespräche darüber, dass eine Lösung gefunden werden soll. Wie schätzen Sie das Verhalten von Tirol ein? Es ist halt eine große Belastung für Bayern. Da gibt es teilweise Staus, die haben 25, 30 Kilometer Rückstau bis zur Hälfte Strecke nach München. Wie schätzen Sie das Verhalten von Tirol in der Sache ein? Ich kann den Ärger, den das in Bayern auslöst, absolut verstehen. Übrigens auch in Italien. Ganze Thema Blockabfertigung, das ganze Thema kilometerlange Staus. Wir müssen auch die Sorgen der Tiroler, was Luftverschmutzung angeht, ernst nehmen. Das heißt, das zugrunde liegende Problem, das können wir nur gemeinsam lösen. Wir haben seit April
letzten Jahres 2022 vertraulich Gespräche geführt, um eine Lösung zu dritt, die Kommission mit den drei Mitgliedstaaten, zu finden. Das heißt, dass zum Beispiel einseitige Sperren unterbleiben, dass die Maut deutlich erhöht wird, dass mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene geht. Leider hat Österreich alle diese Vorschläge abgelehnt. Wir werden jetzt noch mal ein letztes Vermittlungsgespräch anbieten. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen, kulturreichen Tag.